So, wir sind Stufe 8. Wir brauchen ja Stufe 9, damit wir unser Industriegebäude oder was war das genau? Jetzt warte mal, wo waren das? Genau, das dritte Industriezeitalter brauchen wir Stufe 9, damit wir das ausbauen können. Dann haben wir nämlich wieder weiteren Zugriff auf. Jetzt warte mal, das war glaube ich die Streitaxt, oder? Nee. Streitaxt nicht. Donner? Genau. Den Donner. Haben wir aber nicht einen Donner schon nach oben? Nö. Okay. Also da können wir noch nichts machen. Jetzt warte mal, wenn wir in die Klaue rein. Wir haben ja sowieso keine Materialien hier für den Ausbau. Die können wir uns noch gar nicht holen, weil wie gesagt, unser Lager voll ist. Ich glaube mal, wir können unser Lager, glaube ich, gar nicht ausbauen. Ah, ich glaube, wenn wir das hier machen, dass vielleicht unser Lager größer wird. Irgendwo war da irgendwas mit unserem Lager. Jetzt war da mal Lagerungen. Okay, da haben wir nur einen Überblick. Ja, das ist eigentlich nur ein Statistikding hier. Ne, also da müssen wir auf die Karte. Jetzt müssen wir schnell schauen. Da greift er wieder an. Wir haben ja eigentlich alles sehr gut erobert. Okay, was ich euch noch sagen wollte. Ich habe ja in der letzten Folge, wo ich das erwähnt habe, wir können ja hier angreifen. Das habe ich jetzt einmal probiert. Wir haben 56 Gold bekommen. Und mehr halt überhaupt nicht. Also in der Kiste waren 56 Gold drin. Da lohnt sich das für uns nämlich gar nicht, dass wir, also dass ich jetzt mal ohne ein Video hier die ganzen Städte hier nochmal angreife. So, Roboterpanzer-Prototyp. Die Roboter. Jetzt warte mal, wir haben die zwei, was wir brauchen. Dann haben wir die und die. Ja, das können wir spielen. So, 2-2. Das haben wir alles. Was ist das da? Okay, die Feuer- und Nachladegeschwindigkeit. Das werden wir erstmal nicht kaufen, weil, wie gesagt, da sind unsere Waffen schon aufgeladen. Das werden wir wohl in den ersten zwei Wellen oder was auch hinbekommen. Ja, Sie können Ladung für die Superwaffe des Turms kaufen. Die maximale Anzahl der Ladung kann durch Upgrade Hangar hinzugefügt werden. Ja, also wie gesagt, wir müssen halt irgendwann unseren Turm freischalten, damit wir die vierte Ladung freischalten können. Diesmal lassen wir es aber nicht mehr so weit kommen, dass wir eine Kiste verlieren. Schon, ne? Warte mal, bis die daherkommen. Lassen wir auch gleich nachladen. Warte mal, wie ist die Reichweite von dem? Okay, könnte ein bisschen weiter sein. Weil der macht eigentlich ordentlich Schaden, wenn er trifft. Kommt dann tatsächlich noch ein Panzer? Ja, sehr gut, sehr gut. Schießt die Panzerung runter. Okay, muss man sagen, die Welle dauert ganz schön lange an hier. Ah, da ist er kaputt. So, jetzt warte mal. Du gehst zum Nachladen. Du auch. Ihr geht alle zum Nachladen, weil bis die da sind, das schaffen wir locker. So, da haben wir schon. Sehr gut. Wie gesagt, wir können jetzt auch warten, bis die Wellen anfangen. Wir können unseren Dampfstrahl eh nicht weiter aufladen. Das sind ja, je früher wir starten, desto mehr lädt sich unser Dampfstrahl hier oben auf. Du gehst mal gleich zum Nachladen. Ah, so geht der ist voll. Ist der Roboter. Ja, ist der Wahnsinn. Fast mit einem Schuss zerstört er den. Also ihr seht schon, die Rüstung eigentlich schießt er sehr gut runter.
haben sie auch fast. Müssen wir was nachladen? Ja. Bis das da drüben rum ist, können wir hier nachladen. Wir haben bis jetzt noch keinen Schaden genommen, sehr gut. So, geht schnell zum Nachladen. Die kriegen wir auf jeden Fall hin, ja. Boah, wir sind erstmal Welle 2. Das zieht sich wirklich lange jetzt. So, da haben wir schon. Schauen wir, ob sie wieder von beiden Seiten kommen. Ja. Jetzt lassen wir die mal ein bisschen versetzt starten. Ach, der ist schon blau. Der drei Viertel. Okay, die brauchen wir auf jeden Fall für die Roboter. Scheiße, jetzt kommt er schon. Warte mal, den setzen wir gleich ein. Oh mein Gott, jede Menge. Sollen wir mal unseren Dampfstrahl benutzen? Das werden wir ihn brauchen. Warte mal, wird abgefeuert. So. Boah. Naja. Das müsste reichen. Warte mal, den haben wir da drauf. So, hier geht nachladen. Na, ihr seht, wir haben jetzt eigentlich nur eine Ladung, also ein so ein Feld gebraucht. Das ist eigentlich sehr gut. Komm, schieß den Roboter weg. Da haben wir ihn. Jetzt kommt noch mal einer. Jetzt warte mal, dann tun wir mal die Waffe hier rüber. Ich glaube, mit zwei Waffen kommen wir da besser hin. Ja, mir kommt es, seit ich hier auf Windows 11 bin, dass ab und zu so kleine Hänger im Spiel sind. Das hatte ich nämlich vorher überhaupt nicht. Anders da kann ich mir das nicht erklären. So, die Waffen zurück. Halt. Nee, kann man nachladen lassen. Das schafft der Donner hier alleine. Jetzt warte mal, jetzt tun wir aber da eine Waffe wieder rüber. Schnell lad nach. So. Ja, jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht hätte man doch noch warten sollen. Den ersten Roboter schaffen sie eigentlich immer ohne Probleme. Warte mal, machen wir es mal hier auf Deta. Die ist fast leer. Nein? Ja, vielleicht haben wir aber schon geschafft jetzt. Das sind wir jetzt schon zum Ende. Oh, nein, nein, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Jetzt warte mal. Bleibst du mal hier, dann kannst du schön nachladen. Achso, warte mal, können wir die auch rüberbringen? So, machen wir so. Scheint der letzte, ja. Das war der letzte. Keinen Schaden genommen, sehr gut. Drei Kisten. Boah. Jede Menge Anbauteile. Ja, ich finde es blöd, dass die da ständig immer wieder angreifen hier. Das können wir gleich automatisch machen lassen. Also ihr seht selber, manche Schlachten funktionieren einwandfrei automatisch, aber nicht alle. So, dann haben wir die Mission. Das können wir uns hier freischalten hier oben. Jetzt schauen wir aber trotzdem mal ganz kurz hier rein. Das Geld nehmen wir uns mit. Und... lassen wir. Machen wir trotzdem mal den Donner. Achso, da brauchen wir dieses Ding. Jetzt warte mal. Beanspruchen. Oh, das hätten wir schon die ganze Zeit machen können. Sehr blöd. Das habe ich nicht gesehen.
Also, wir haben ja noch die Hornisse, Hornisse, Heuschrecke, Heuschrecke. Die haben wir alle. Dann könnten aber trotzdem mal das Zeug hier reinschmeißen. Tesla-Kanone Prototyp. Also, dann haben wir die eine Donner schon mal. Dann machen wir gleich die zweite noch bis da hoch. Da haben wir es. Die letzten Teile hier. Dann holen wir uns nämlich diese zwei Spulen. Und dann, da ist der erst. Und dann können wir die mal umbauen. Tun wir uns auch gegen die Roboter hier leichter. Schauen wir mal schnell, wie es hier mit Roboter ausschaut. Oh, na. Ich glaube, da warten wir lieber. Da ist von allem was dabei. Ich würde sagen, das spielen wir halt erst einmal da weiter, bis das eine Gerät. Oder warte mal. Na, wir könnten uns aber in der Zeit noch ein weites andere holen. So. Das nehmen wir jetzt mal lieber gleich mit. 1500, das machen wir. Holen uns einmal was das. Dann können wir nicht die wieder auf die Reise schicken. Warte mal, die brauchen wir ja bei Gelb. Wobei es eigentlich egal ist. Wir haben ja unser Lager sowieso voll. So, und jetzt machen wir mal schnell das hier. Wir haben, da haben wir sie schon. Das. Ja. Da brauchen wir nichts weiter. So, jetzt tun wir aber mal schnell unsere Türme nochmal umbauen. Ich möchte nämlich halt, gehen wir eins runter, die ganz schnelle oben haben. Und die da auch eine Etage. So. Na. Jetzt so. Für die Flugzeuge hätte ich ja halt gerne die schnellen oben. Na, kommt schon wieder der erste Panzer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der hier abfeuert. Hey, verlangsamt er die Einheiten gar nicht mehr? Doch. Jetzt habe ich schon gedacht, da passiert nichts mehr. Eins von vier. Also wenn natürlich jetzt noch Flieger kommen würden, das wäre scheiße. Schnell mach hin, ne? Geschafft. Die sind auch alle voll, ja. Kommen jetzt die Roboter nur von der Seite, aber dann hauen wir das Ding hier rüber. Ach, jetzt kommt da auch einer. So, du gehst da hin. Mal noch, ob wir es schaffen oder ob wir es brauchen. Ich würde es mir gerne noch aufsparen. Ne, schaffen wir. Perfekt. Schnell nachladen. Jetzt machen wir erstmal die Seite. So, komm. Jetzt die Seite. Ah, wenn die natürlich schon so schnell hierher kommen.
aber Munitionsverbrauch ist schon enorm jetzt. Komm, Flieger. So, dann mal, da laden wir mal nach. Die sind ja eh gleich weg. Noch. Welle 3 von 4. Also die müssen wir jetzt haben. Ah ne, da kommt noch ein Nachzügler. Jetzt. Na, immer noch. Das machen wir mal schnell ein bisschen schneller. Oh, sie kommen nur links. Jetzt tun wir langsam. Du gehst mit da. Erstmal. Kannst nachladen. Jetzt ist eigentlich egal, jetzt können wir ja schön durchwechseln hier. Dass wir jetzt sagen, wenn er nachladen muss, dass wir ihn rüberziehen. Wir haben jetzt eigentlich für jede Einheit doppelt, bis er auf unseren Donner. Also den ersten lassen wir wieder, glaube ich, schießen wir so ab. Ja, die machen schon guten Schaden, schaut hin. Sehr gut. Hier lautet schnell nach. Oh. Ah ja. Die schießen ja auch auf Flugzeuge. Jetzt hatte ich schon wieder Angst. Werden wir es aber trotzdem brauchen. Ich weiß nicht, wegen einem Panzer, ob das was und den. Nein, Flugzeug! Ein bisschen was macht schon. Oh, 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 wir haben einen Schaden bekommen. Nein, 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 nein. Genau, aus Flugzeug, Jungs, auf Flugzeug! Warte mal, tut er hoch. Perfekt. Naja. Ich denke mal, das waren jetzt zwei Treffer oder was von Flugzeugen. Aber wie gesagt, das ist halt blöd. Wenn die Einheiten jetzt am Boden sich auf ein Ziel fixiert haben, dann schnell umschalten auf Flugzeug. So, jetzt warte mal. 46 Sekunden, dann haben wir hier auch schon wieder ein Feld verloren. Jetzt kommen wir schön herzug. Wir brauchen nämlich das da. Donner, Donner, Donner. Da. Blöd ist natürlich, dass wir jetzt keine Anbauteile hier bekommen haben. Jetzt bin ich beim Überlegen, warten wir schnell das hier ab? Ja, das werden wir abwarten. Können wir schnell hier reinschauen. Ah, Level 9. Okay, das müsste eigentlich wieder als Automatikkampf hier stattfinden. Nein. Das geht nicht. Aber wieso geht es jetzt nicht bei allen? Okay, das ist aber nicht wirklich viel. Infanterietruppen sind das meiste. Machen wir das schnell. Aber vier Wellen, das dauert natürlich wieder ewig. Aber wie gesagt, das lassen wir jetzt zu schnell abspielen. Da müssen wir jetzt nicht so langsam hier kämpfen. Ich glaube, was Besonderes kommt hier nicht. Okay, schnell nachladen, Jungs. Ah, kommt nur von der Seite jetzt. Jetzt, wo wir die Seite nachladen lassen haben, kommt es nur von der drüben. Oh.
bin ich mal gespannt auf die Hauptmission. Wie gesagt, da waren die Roboter ja schon orange. Ja, vielleicht werden wir hier unsere Zusatzangriffe brauchen. Na? Jetzt machen wir erstmal hier drüben. Von der einen Seite kamen jetzt gar nicht so viele Angriffe wie von da drüben. Den kann man nachladen lassen. Es kommt ja eh keiner über den Boden jetzt momentan. Der ist voll. Ja, seht ihr, jetzt haben wir das Feld schon fast wieder voll hier oben. Links war sie schon, also ich sage ja, das war jetzt nicht so dramatisch. Die können wir wegtun, da kannst du hier mithelfen. Das sind glaube ich eh die letzten zwei hier. Bing, weg. So. Oh, jede Menge Teile. Ich weiß nicht, wollen wir, jetzt greift hier unten schon wieder an. Wollen wir jetzt mal ein bisschen die Teile sammeln? Schauen wir mal, jetzt machen wir wie gesagt erstmal die Hauptmission hier. Also ihr seht, Roboter sind orange. Anforderung mindestens Level 1. Na, das haben wir ja. Das haben wir ja auf jeden Fall. Wir haben sogar schon verbessert. Dann kriegen wir das hin. Also da unten hauen wir die Hornisse rein und oben die Heuschrecke. Passt. Zusatzbonis, das reicht. Da brauchen wir eine für 1000 nicht auffüllen, das wäre Schwachsinn. Beim ersten Start kriegt er eh nichts, also können wir in Ruhe warten. Jetzt können wir starten lassen. Oh, 6 Wellen. Holla, die Waldfee. Ah, jetzt kommen die Roboter schon gleich am Anfang. Da wäre es natürlich halt gut, wenn die Waffen aufgeladen werden. Wenn es nur einer ist auf jeder Seite, geht's ja. Wenn aber mehrere kommen, so wie jetzt, ja. Da wäre dann... Ja, okay. Kriegen sie eigentlich gut hin. Ah ja, schaffen sie schon. Die können wir gleich aufladen lassen. Schnell zurück wieder. Wenn wir Zeit haben, lassen wir auf jeden Fall gleich aufladen. Da war sie schon wieder. Na? Schnell zurück. Unser Dampfstrahl ist voll, dann hätten wir jetzt eigentlich hier warten können. So. Die müssten den Roboter haben, bis er in den Schussbereich reinkommt. Ja, also können wir mit unserer Spezialfähigkeit auch warten. Ja, wie ihr seht schon, ihr merkt den Unterschied vom Schaden hier. Das ist ja Wahnsinn. Komm, lad nach. Kostet ihm alles so viel Zeit. Wie gesagt, wir können warten. Dampfstrahl ist voll. Ja,
denke mal, jetzt kommen dann bestimmt noch viele Roboter auf einmal, sonst wäre das nicht orange. Jetzt warte mal, hier drüben sind keine. Dann bringen wir dich schnell hier rüber. Du kannst damit helfen. Ja, jetzt werden sie mehr. Warte mal, wir brauchen die Hornisse hier drüben. Da können wir ja die Spezialfähigkeit mal einschalten bei dem. Letzte Welle, komm, mach hin. Ah, die Prototypen, die langsamen. Da haben wir natürlich jetzt kein... Ich weiß nicht, da, ich glaube, so treffen wir ja nur diese eine... Oh, Einheit. So, Jungs, Dauerfeuer, haut drauf. Alles, was ihr habt. Oh, was für ein Gemetzel. Ey, wir haben schon alle Roboter hier. Cool. Perfekt. Ich hätte es mir jetzt eigentlich schlimmer vorgestellt. Ging aber sehr gut. So, Sie haben heute gewonnen, Kommandant, aber Sie haben keine Idee, was Sie noch erwartet. 100 Erfahrung. Ah, da wären wir aber nicht voll. Trotz unseres Sieges ist die Situation an der Front immer noch hart. Der Kult macht sich für einen massiven Angriff bereit und die französische Regierung diskutiert schon einen möglichen Weg zur Kapitulation. Das ist inakzeptabel. Wir müssen den Generälen beweisen, dass der Kult um jeden Preis zurückgehalten werden muss, bis wir einen Weg finden, sie zu besiegen. Die meisten Teile Frankreichs sind entweder an der Front oder wurden vom Feind eingenommen. Ich schlage vor, die eingenommenen Teile wieder zu gewinnen und ihnen zu zeigen, dass man den Kult besiegen kann. Wir tun, was er sagt. Natalie, schicken Sie die Nachricht an die Generäle. Kommandant, machen Sie sich bereit, mindestens 3 besetzte Gebiete zurückzuerobern. Okay. Achso, das sind dann die... Ei. Wir hatten die, die Fabrik schon. Können wir da einen automatischen Kampf auf jeden Fall machen lassen. Da auch. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber das nehmen wir ja locker wieder ein. Ja, da werden wir eins verlieren. Und da nicht. So, das haben wir auch. Unsere Taktik brachte Resultate. Eine patriotische Welle steigt durch Frankreich. So. Mensch, wir werden da nicht fertig mit unserer Stufe 9. Kommandant, es scheint, als bereitet der Kult eine Kampftruppe vor, um Paris anzugreifen. Gigantische Kampfmaschinen wurden von meinen Männern gesehen. Sie haben noch nie sowas Mächtiges gesehen. Oh, leckt neue Gegner. Die Franzosen mobilisieren sich in Eile, um Paris zu verteidigen. Ein seriöser Kampf steht uns bevor. Ich fürchte, meinem Kampfturm fehlt es an Feuerkraft, um solche Streitkräfte zurückzuhalten. Abigail, was können wir tun, um uns auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten? Ich denke, wir sollten lieber meinen Turm verbessern, mehr Panzerung und eine weitere Etage hinzufügen. Das ist das Beste, was wir im Moment tun können. Hey, wir sind auf Stufe 9, oder? Warte mal, Belohnung. Yes, wir sind Stufe 9. Dann können wir das jetzt alles bauen. Dringende Nachricht, der Angriff auf Paris hat schon begonnen. Die Hauptstreitkräfte werden von der französischen Armee zurückgehalten. Und wir müssen einen gigantischen Kampfroboter zurückhalten, bevor er die Frontlinie erreicht. Wen müssen wir zurückhalten?
Es ist ein gigantischer laufender Roboter, 5 Meter hoch mit schwerkalibrigen Geschützen. Hätte ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen, würde ich es auch nicht glauben. Kommandant, Sie müssen die Maschine der Zerstörung um jeden Preis aufhalten. Sobald es die Frontlinie erreicht, ist Paris verloren. Gott bewahre Sie, Kamerad. Boah, Riesenroboter. Okay. Also. Wir sind Stufe 9. Wir können jetzt unsere ganzen Gebäude erstmal ausbauen, unseren Turm verbessern, dass wir eine weitere Etage bekommen. Sehr, sehr gut. Und dann müssen wir jetzt wirklich schauen, ob wir nicht mehr von unseren Donnern holen. Von unseren Elektrowaffen. Für diese Roboter, weil die sind halt wirklich nicht schlecht. Verlangsamen auch den Gegner. Aber da müssen wir jetzt mal gucken in der nächsten Folge, ob wir auch Platz haben, um neue Waffen zu kaufen. Werden wir sehen, alles beim nächsten Mal. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tell me that you love me, even if it's